Meine lieben Hobbyhexer, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit Witcher 3 und wir sind hier noch bei der Greifenquest und die wollen wir jetzt mal in Angriff nehmen. Hier, wir haben ja schon den Kreuzdorn gesammelt und jetzt wollen wir mal gucken, was Wesemir hier. Huch! Was Wesemir hier mit uns vorhat. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Wir können anfangen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Na, das hoffe ich doch. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Hübscher Köder. Hörst du? Er ist ganz nah. Oh oh. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Ja. Warte. Nimm dies. Eine Armbrust. Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ja. Gespielt hast du? Also sowas. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Geil. Boah, ist der hässlich. Vorsicht! Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Verdammt, der ist schnell. Ja, der ist flink. Aber wir auch. Na, wo will er denn hin? Hexersinne. Okay. Das war jetzt wieder ein Hinweis, damit wir ihn besser hören und sehen. Da. Vorsicht! Sturzflug! Na, bleib stehen! Aua! Ja, wir haben ihn gleich. Nicht schlecht. Ja, glaube ich wohl. Na komm runter, Kackvieh. Oh.
Yes. Wuhu. Quest aktualisiert. Die Bestie von Weißgarten. Dankeschön. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Jawohl. Nimm die Trophäe vom Greifenkadaver. Mhm. Und wie geht das? Ah, da. So. Das gute Messer. So, erstmal ans Pferd gebunden. Den Schädel. Hol dir deine Belohnung bei den Nilfgaardern ab. Alles klar, Plätze, komm her. Reit mal ganz entspannt zurück. Ja. Wunderschön. Ich weiß noch, als ich gegen den Greif zum ersten Mal gekämpft habe, da kam ich gar nicht drauf klar. Da bin ich des Öfteren gestorben. Also damals zu Release auf der PlayStation 4. Aber mittlerweile, würde ich fast sagen, ich habe nicht gut geschlagen hier. Ich meine, gut, ist natürlich auch klar, wenn man weiß, was passiert. Das ist halt auch so eine Quest, die vergisst man nicht. So, hier sind wir wieder beim Friedhof. Nicht so schnell, Plätze. So, ich möchte hier nochmal irgendwas gucken. Ja, Schöllkraut, das brauchen wir. Magie, ein Ort der Macht. Für die andere Quest, die wir noch haben. So. Einmal Igni erhöht. Wunderbar. So, jetzt können wir weiter. Beweg dich. Hier erstmal durch den halben Wald reiten. Obwohl, warte mal. Alchemie. Ich will mal eben was gucken. Tränke. Na. Schwalbe. Okay, uns fehlt Zwergenschnaps. Den brauchen wir noch. Müssen wir mal gucken, wo wir den kriegen. Aber wir reiten erstmal los. Müssen wir gleich hier vorne wieder hoch, ne? Die kleine Treppe da. Oder auch nicht. Los, los! Ja, doch. Genau, hier war's. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Na gut, das lasse ich mal lieber. Ich steig mal lieber ab. So. Und hepp. Heil Herr Sehr. Guten Tag, die Herren. Oh. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein!
Autsch. Was? Kein freundlicher Hauptmann mehr? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist! Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe den Greif getötet, Mensch. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greif nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Oh, Zeit für eine Entscheidung. Ja, ich nehme es an, weil wir es brauchen. Wir können es wirklich gut gebrauchen. Ohne Worte, einfach nehmen, weggehen. Mutant. Gut. 250 Kronen. Ja, der arme Kerl wird da ausgepeitscht. Schon von der Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Bereite dich mit Wesemir auf den Ausbruch auf aus Weißgarten vor. Das machen wir jetzt nicht. So. Wir haben nämlich noch andere Sachen, die wir hier noch machen können. Da war noch die eine Quest mit der Schatulle, ne? Ja, hier, kleine Schachtel. Das möchte ich gerne machen. Beweg dich! So, jetzt müssen wir nochmal eben. Boah! Warte mal. So, jetzt komme ich hier auch besser rum. Genau. Los, los! Willst du Ärger? So. Dann wollen wir doch mal gucken. Hier vorne sind wieder die Ertrunkenen. Guten Tag, die Herren. So. Lasst uns mal schauen. Sehen wir hier irgendwas? Ich glaube, hier sind wir auch schon wieder falsch, ne? Guck mal, hier sind Fässer. Und hier sind Spuren. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Ah ja, kostbare Fracht. Finde den Wagen. Machen wir gleich. Ich möchte mir hier mal die Fässer anschauen. Oh, ich glaube, das sind explosive Fässer, ne? Ja, okay. Wir gehen in den Sumpf. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Ich glaube, wir müssen gleich kämpfen. Hier, guck mal. Da hängt irgendwas. Ach, hier. Bienendings. So. Habt ihr mir in die Kommentare geschrieben? So, da kann ich nämlich gleich den Honig aufsammeln, wenn die Bienen vertrieben sind. So, Honigwabe. Dankeschön. Da ist der Wagen. Jo, kostbare Fracht. Der Und? Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Ja. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. So. Herzogswasser. Mhm. Stammelfortstaub, was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung, aber hier.
Hier sind überall Kisten. Verschlossene Schatulle. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Jo. Gib dem Kaufmann das Kästchen zurück. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder... So. Der musste gerade mal dran glauben. Dann kommt der nächste schon, ne? Eieieiei. Aber wir gehen zurück, da wird uns wohl nicht hinterherlaufen, glaube ich. Nicht schlecht. So. Ja, ich glaube, das war ein Erfolg. Schneller. Zack. So, mein lieber Herr Kaufmann. Oh, und? Hast du die Schachtel? Yep. Ich hab dich durchschaut. Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Immer diese Lügner. Ja, die müssen wir jetzt, glaube ich, hinterher, ne? Müssen wir jagen oder so. Schlag den Kaufmann vom Pferd. Oh. Pass auf, wo du hintrittst. Komm, Plötze, gib Gas. So. Tja. Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Genau, sprich. Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament... Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Okay. Gut. Geh. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier... Das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests Andenken. Ja. So, was haben wir gekriegt? 30 Kronen. Ja, ja, ist doch in Ordnung. Kann man mit leben. So, Quest abgeschlossen. Und wir haben hier einen interessanten Ort entdeckt. Müssen wir mal eben auf die Karte gucken, ne? Aktueller Standort. So, ja. Ja, wieder die ganze Erklärung hier. Anschlagbrett. Da Flieder und Stachelbeeren. Okay. Sind quasi ganz in der Nähe. Plötze. Sägemühle. Kräuterkundler. Okay. Gut.
Da vorne scheint... Achso, okay. Das sind irgendwelche Tierchen oder so. Gut, die lass mal in Ruhe. Hey! Wir reiten zurück ins Dörfchen. Ich würde ja ganz gern nochmal mit unserem Händlerkumpel sprechen, wenn ich ihn denn finde. Mal eben gucken, der stand hier irgendwo, ne? Okay, er ist es nicht. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier war die Kneipe. Okay. Wir müssen hier aber weiter. Da hinten ist er. Sehr gut. Kaufmann. Grüß dich. Ja, sei gegrüßt, mein Lieber. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Jo. So. Wasserflasche. Alkohest. Zwergenschnaps, jawohl. Den wollte ich haben. Ich nehme den anderen Kram auch mit. Temerische Satteltaschen. Den nehmen wir auch mit. Ja. Sattel ist auch wichtig. Wegen der Ausdauer vom Pferd. Aber wir haben nicht genug, nicht genug Geld. Wir haben schon wieder zu viel ausgegeben. Zählbares, Questgegenstände, sonstiges. Hier. Zack. Die Blumen behalte ich mal. So, aber das, was ich wollte, haben wir gemacht. Pass auf dich auf. So. Jetzt kann ich nämlich unter Alchemie Schwalbe herstellen. Perfekt. So, Quest aktualisiert auf dem Sterbebett. Bring den Trank zur Kräuterfrau. Das werden wir jetzt noch machen. So. Und ich glaube, die Quest war so ein bisschen zeitgebunden, denn wenn man zu lange wartet, dann trifft das Spiel für eine Entscheidung. Glaube ich zumindest. Deswegen machen wir die noch eben zu Ende. Gibt auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Das könnte sich... Könnte sich eventuell lohnen. Also reiten wir mal eben geschwind zu Tomira. Tomira. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ja, das stimmt. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Ja, Tomira, ich mag dich auch. Quest aktualisiert. Und Quest abgeschlossen. Aber ich kann euch sagen,
Wir werden da noch von hören. Wenn wir mit den richtigen Leuten später sprechen. Aber für heute soll es das gewesen sein. Wir waren wieder erfolgreich. Wir haben Schwalbe hergestellt. Wir haben den Greif getötet. Und wir haben die kleine Schatulle besorgt. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was wir so Schönes noch machen können. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschö. Mit Ö.